Und damit herzlich willkommen zurück zu deiner neuen Aufnahme Let's Play A New Beginning. Ja, wir haben beim letzten Mal harte Verluste hinnehmen müssen. Unsere ehemalige beste Freundin oder immer noch beste Freundin von dem Herrn hier ist gestorben. Das Forschungslabor ist in die Luft gegangen. Der Sohn war verantwortlich für die Katastrophe. Er hat sich das Bein gebrochen dabei. Und jetzt sind wir an dem Tag, an dem das Atomkraftwerk in die Luft gehen soll. Und müssen hier anscheinend ordentlich was retten. Und dann wollen wir mal schauen, ob wir das jetzt hier noch schaffen. Ein Handtacker zum Verschließen der Kisten. Sportlich, sportlich. Ganz schön. Was ich cool finde bei solchen Stellen, wenn man einfach dann mal darauf achten würde, dass der Charakter dann auch einfach mal ein bisschen verdrießter spricht, weil ich meine... Der kam ja zusammen mit dem Jeep. Gut, es ist ein bisschen sehr alt, das Spiel, aber... Endlich ist ordentliches ja schon, Werkzeug. Er ist viel leichter als gedacht. Oh, nimmt alles mit, okay. Oh. Zum Glück verkaufte der Betreiber vom Heliport auch Autos. Den Hubschrauber hätte uns Indes sofort abgeschossen. Antenne? Kein Empfang. Das Ding ist Schrott. Abbrechen? Oh. Okay, gut. Okay. Den Hub. Ja, okay. Hubschrauber Indes abgeschossen. Was haben wir denn hier so? Wir haben eine Werkzeugkiste. Dann wollen wir mal sehen. Eine Schraube, eine Mutter. Das war's. Na prima. Oh Mutter, alles klar. Na dann haben wir hier noch ein Telefon. Darf ich das Telefon benutzen? Klar, wenn Sie mir das passende Kleingeld geben. Okay. Hey, das ist nicht umsonst. Wie viel wollen Sie denn? Zeigen Sie mir, wie viel Sie haben und wir sehen weiter. Ah, okay. Naja, wir haben natürlich nicht sehr viel. Das bringt uns garantiert nicht mehr zum Kraftwerk. Okay, dann rede ich erstmal mit dem Simon hier. Er scheint sich wohl zu fühlen. Morgen. Morgen. Sie gehören zu den anderen, richtig? Wen meinen Sie? Na, das neue Technikerteam fürs Kraftwerk. So eine schmale Frau mit Dutten, hysterischer Riese und ein Kerl, der aussieht wie Sie, nur mit Körperhaltung. Ach so. Ja, die gehören zu mir. Dachte ich's mir doch. Wie kann ich helfen? Bringen Sie mir einen Kaffee. Sorry, ist aus. Und die neue Lieferung kommt erst heute Nachmittag. Kein Kaffee? In Südamerika? Wir müssen falsch abgebogen sein. Nein, Sie sind richtig abgebogen, nur zur falschen Zeit. Bis gestern wurde meine Bar 24/7 von Arbeitern aus dem Kraftwerk belagert. Ein Gremium in Norwegen hat gedroht, alle mit einem Schlag arbeitslos zu machen. Hat irgendetwas mit Algen zu tun, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es kein Bier mehr, keinen Schnaps und der Kaffee ist auch aus. Hat sich die Stimmung inzwischen gebessert? Yep. Scheinbar sind die Algen mitsamt ihrem Erfinder in die Luft geflogen. Das Gremium hat seine Drohung zurückgezogen. Die Arbeiter sind wieder glücklich, die Arbeitsplätze gesichert. Der einzige Leidtragende sind jetzt Sie, aber wie gesagt, spätestens heute Abend kriegen Sie Ihren Kaffee. Okay. Wie kommt man am besten zum Kraftwerk? Ach, das geht schnell. Nur zweimal den Fluss runter. Wenn ich Miss Buendia am Kraftwerk Bescheid gebe, dann schickt sie sofort ein Boot. Sie brauchen mir nur zu sagen, wie Sie heißen und ich melde Sie an. Danke, sehr nett, aber wir kommen schon allein zurecht. Sie wissen schon, dass der Fluss der einzige Zugang ist. Der Landweg ist elektrisch verzäunt und die Sicherheitsleute schießen auf alles, was sich bewegt. Indes wird Ihnen gerne ein Boot herschicken, wenn er erfährt, dass Sie da sind. Da bin ich mir sicher. Aber erstmal, nein, danke. Okay. Gibt es kein Boot, das bereits angelegt hat? Nur das Patrouillenboot von Jorge und Benicio. Die beiden warten schon den ganzen Tag auf einen Mechaniker, der den Kutter repariert. Miss Buendia weiß Bescheid, aber keiner kommt. Was ihnen aber egal sein kann. Das Boot dürfen sowieso nur Sicherheitskräfte benutzen. Was macht eine Bar mitten im Dschungel? Die Bar ist Teil des Flusshafens. Abends kommen die Arbeiter vom Kraftwerk herüber und feiern hier. Das Kraftwerk hebt die Lebensqualität des Landes und ich die des Kraftwerks. Ich bin ein wichtiger Mann. Ich würde eher sagen, das Kraftwerk verpestet den Planeten und Sie die Lebern der Arbeiter. Es ist genug Gift für alle da. Ja, okay. Ist die Bar auch Eigentum von Indes Industries? Das ganze Tal gehört Indes. Auf dem Weg hierher müssen Sie doch einen der Kontrollpunkte passiert haben. Kontrollpunkte? Mit Passkontrolle und Sicherheitscheck? Ja, klar. Das volle Programm. Sie müssten schon wie ein Wahnsinniger durch das verminte Unterholz brettern, wenn Sie die Personenkontrolle umgehen wollen. Wie ein Wahnsinniger also? Die Nuss! Die Nuss! Okay, gut. Ich brauche nichts weiter, danke. Okay. Dann gehen wir mal hier weiter. Wir haben ja gerade gesehen, hier ist noch jemand. Psst. Ich?
Ich und Dube, wir haben einen Plan. Der wäre? Wir saufen den Wachmann unter den Tisch und klauen dann seine Sachen. Gentlemen, nächste Runde. Freiwillige vor. Ich bin dran, ich bin dran. Ich... Oh, ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Also gut. Welche Farbe? Pik. Richtig. Endlich. Trinken, trinken. Ich würde ja gerne. Aber ich fürchte, das Bier ist alle. Brillanter Plan. Wenn wir doch nur neues Bier hätten. Alles klar, gut. Schlüssel. Ein Schlüsselbund mit Flaschenöffner. Das spricht Bände. Blechschild. Wie geschmacklos. Naja, wenigstens werfen Sie Ihren Müll nicht in den Wald. Gut, nehmen wir es mal mit gleich. Wer weiß, wer das Büro zu was brauchen. Aha, dahinter war ein Loch. Zwei Herzen Seite an Seite. Meta hätte das sicher gefallen. Ach ja, nicht verdrießen, mein Kleiner, nicht verdrießen. Komisch. Von außen sah das gar nicht aus wie eine Kirche. Durch das Licht habe ich einen übertriebenen Glanz in den Augen. Oh, das ist der Forscherdrang. Ich kann bis zur anderen Seite hindurchsehen. Das hat jetzt echt so viel gebracht. Rotes Herz haben wir auch noch. Kolonialistischer Dschungelkitsch, alles da. Gut, dann gehe ich mal Wachmann ansprechen. Ein Hoch auf Ben Svensson. Ein Hoch auf mich. Wer ist Ben Svensson? Ein durchgeknallter Wissenschaftler und Ökoterrorist. Hätte mich fast arbeitslos gemacht. Der Spinner. Vier teilen und aufhängen, das ist meine Meinung. Nicht nur deine, Lars. Nicht nur deine. Was kann ich für Sie tun, Fremder? Erzählen Sie mir von diesem Svensson. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Zerzaustes, graues Haar, Schnauzbart, läuft ständig im Laborkittel rum, redet wirr. Eigentlich eine ziemliche Witzfigur. Was macht ihn dann so gefährlich? Stellte sich heraus, dass er Frankenstein mit Sumpfgras spielt. Wollte damit den Energiemarkt übernehmen und Indis aus dem Geschäft kicken. Fieser Typ. Er hat auch einen Sohn. Duwe. Der ist mal richtig gefährlich. Duwe. Nie gehört. Vielleicht ist Ben Svensson gar nicht so schlimm. Lassen Sie sich von seinem Äußeren bloß nicht täuschen. Er ist ein Energieimperialist der allermiesesten Sorte. Vielleicht ist seine Energie ja besser für die Welt als die von Indus Industries. Reine Imperialistenpropaganda. Ich sage Ihnen, diese selbsternannten Weltverbesserer wollen uns nur den Markt kaputt machen. Wenn es nach denen ginge, gäbe es auch keine Privatmilizen mehr. Und dann wäre ich wirklich arbeitslos. Jetzt malen wir den Teufel mal nicht an die Wand. Richtig. Ben Svensson ist tot. Das Thema ist gegessen. Sie wirken nicht so betrunken wie die anderen. Glück. Reines Glück. Die anderen müssen raten, welche Farbe ich hochhalte. Bisher lagen sie aber nur in einem von vier Fällen richtig. Klarer Fall. Fortuna ist auf meiner Seite. Und sie hat Statistik studiert. Sie spielen ja gar nicht. Nein. Ich sehe mir nur meine Karten an. Das Bier ist aus. Und ohne Bier spielen wir nicht. Gut so. Ihr habt schon genug getrunken. Die schon. Aber ich nicht. Wir kriegen dich noch. Wart's nur ab. Wie denn ohne Bier? Okay. Arbeiten Sie für das Kraftwerk? Hier arbeiten alle für das Kraftwerk. Ich hatte Nachtschicht am Osttor und will endlich zurück zu den Baracken und schlafen. Aber unser Boot ist komplett zusammengebrochen. Und der Mechaniker kommt und kommt nicht. Wäre ja alles nicht schlimm, wenn meine Freizeit dabei nicht flöten ginge. Ich bin Mechaniker. Sie sind kein Mechaniker. Sie sind Wissenschaftler. Mechaniker tragen entweder einen öligen Overall oder werfen mit Rohrzangen um sich. Sie haben ja Vorstellungen. Sie haben mich doch auch sofort als brutalen Elitesoldaten erkannt. Es ist die richtige Ausrüstung, die zählt. Okay. Ist der Fluss der einzige Zugang zum Kraftwerk? Es gibt noch einen Heliport. Aber der ist nur für Geschäftspartner und Indes selbst. Und der Landweg? Ist vermint. Vermint? Wer Erfolg hat, hat auch Feinde.
Und wer dann obendrein noch schlau ist, engagiert Sicherheitsexperten wie mich. Okay. Indes hat eine Privatarmee? Ja, die beste der besten. Und auch die teuerste. Ich hoffe, es bleibt noch genug Geld für die Reaktorsicherheit. Warum? Wir sind die Reaktorsicherheit. Wir sorgen dafür, dass kein Öko-Fundamentalist ins Kraftwerk kommt und Mist baut. Ökologie ist also schlimmer als Radioaktivität? Sie klingen jetzt wie einer von denen. Immer alles ausdiskutieren wollen. Ich mache doch nur meinen Job. Viel Vergnügen noch. Werden wir haben. Oh, durch die Wand klatschen möchtest du einfach. Warte mal, oh, Schraube im Kopf, komm. Blanker Unfug. Ich finde das jetzt nicht. Oder mit einer Nagelpistole so. Mischugge. Ja, dann ist er wirklich Mischugge. So, geh mal hier hinten lang, mal schauen, was hier so ist. Wusste ich, dass es hier noch weitergeht. Aha. Plane mitnehmen. Weg damit. Oh, jetzt geht's aber ab hier. Stecker. Okay. Stecker. Noch? Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Aber da sie gerade nicht spielen, bringt mir das nichts. Ach so. Ach, guck mal, was hier ist. Nehmen. Lol. Das ist easy jetzt. Bierflaschen. Wachmann. Da. Sie können jetzt weiterspielen. Oh, vielen Dank. Meine Herren, es geht weiter. So, dann wollen wir mal schauen. So, Loch. Loch, durchsehen. Ich kann dem Wachmann in die Karten gucken. Wenn ich nicht ganz blind bin, dann... Das ist Herz. So, jetzt flüstert mir der Oggi das zu. Ihr spielt ein Trinkspiel? Ja. Yep. Willst du mitmachen? Ich will, dass ihr nüchtern werdet und helft. Wir helfen doch, wir helfen. Guck, Vinicius zieht eine Karte und wir erraten die Farbe. Haben wir recht, trinkt er. Und hat er genug getrunken, klauen wir seine Sachen. Ganz einfach. Okay. Kannst du mir Geld leihen? Wieso ausgerechnet ich? Weil du am Heliport als einziger gewechselt hast. Ah, Mist, erwischt. Hier, nimm. Aber sparsam damit umgehen, ja? Danke. Okay. In dem Zustand kommst du nicht weit. Wieso? Wohin will ich denn? Du wolltest mit zum Kraftwerk und eine Reportage über uns schreiben. Ach, erzählt mir doch einfach, was passiert ist. Wenn wir dann noch leben. Ich weiß schon, warum ich mich betrinke. Okay. Wie läuft der Plan? Er ist zu raffiniert. Blaukraut bleibt Blaukraut und wird immer Blaukraut bleiben. Blaukraut, Blutkrebs. Wir sind so kurz davor, ihn zu besiegen, aber... Uns fehlt eine richtig gute Strategie. Besser ihr überlasst das Denken jemand anderem. Wie du meinst. Okay. Sind alle deine Reportagen aus zweiter Hand? Nicht alle. Vieles kommt direkt von mir. Du denkst dir deine Stories aus. Wieso überrascht mich das nicht? Hey, ich kann die Wahrheit nicht verkaufen, wenn die Verpackung nicht stimmt. Da wird schon mal aus einer ollen Oma eine heiße Blondine oder aus einem Mönch ein Mörder. Und aus zwei besoffenen Taugenichtsen? Clever und smart. Alles klar. Ich tue mir das nicht länger an. Dann hoffen wir mal, dass der Dube mitspielt. Guck mal, Ben. Ich hab mich betrunken. Wir sind mitten im brasilianischen Dschungel vor dem Indes-Kraftwerk und dein Sohn betrinkt sich mit den Wachen. Toll, was? Nein, das ist ganz und gar nicht toll. Ich bin aber... nicht hier, um dich anzumotzen. Sondern? Dove, es tut mir leid. Ich, war kein sehr guter Vater. Und, ich habe Riesenmist gebaut. Naja.
Dann trink mal ruhig weiter. Mehr wollte ich auch gar nicht sagen. Ben? Hm? Lass uns erst die Welt retten und dann unsere Beziehung in Ordnung bringen. Ich hab den Kleinkram gerne vom Tisch, bevor es ans Eingemachte geht. Ja, auf jeden Fall. Pass auf dich auf, Duwe. Du auch. Und trink nicht so viel, hörst du? Oh, jetzt hast du den schönen Abschied kaputt gemacht. Ich sag ja nur. Okay, kann ich vielleicht den Wachmann... Er ist betrunken. Kann ich vielleicht den Akku nochmal ansprechen und ihm jetzt helfen? Ich sagte doch, wir reden erst muss... Wie man sieht. Okay, gut, dann. Gut, der Duwe kriegt sich langsam wieder ein, habe ich so das Gefühl, das wird auf jeden Fall noch gut ausgehen. Ich tu... okay, vielleicht kann ich mit dem Wachmann spielen. Entschuldigung. Was liegt an, Meister? Sie sind immer noch nicht betrunken? Das jahrelange Training zahlt sich aus. Lars müsste schon mehrfach in Folge richtig raten, um mich unter den Tisch zu kriegen. Ich lag schon mal richtig. Nicht oft genug. Na dann. Viel Vergnügen. Lars, komm schon. Ich erst muss... Wie man sieht. Simon, vielleicht kann ich mir jetzt was holen, um den Lars... Wie kann ich helfen? Was war noch? Was soll damit sein? Roche wartet auf den Mechanik, aber wie gesagt... Okay.